Wohin läuft eigentlich Maria durch den Dornwald? Und was hat O du Fröhliche mit Ostern zu tun? Weihnachtslieder. Manche lieben wir, andere können wir echt nicht hören. Von manchen kennen wir alle Strophen auswendig. Bei anderen wissen wir gar nicht genau, worum es geht. Auf Adeste Fidelis freue ich mich das ganze Jahr. Vor Stille Nacht gruselt es mich in jeder Christbette. Egal, wie man zu den Liedern steht, sie alle haben etwas zu erzählen. Weil für mich Weihnachtslieder zur Advents- und Weihnachtszeit gehören, geht es im Dezember auf der Sandbank um ein paar ausgewählte Weihnachtslieder und ihre Geschichten. Die Liedtexte finden sich im jeweiligen Sandbankdokument, die Lieder lassen sich aber auch leicht im Internet finden. Auf Spotify findet ihr in der wachsenden Playlist Weihnachtssingen auf der Sandbank ebenfalls alle Lieder. Heute auf der Sandbank 7 O'Clock News, Silent Night von Simon und Garfunkel und Night of Silence von Daniel Cantor. Cold are the people, winter of life. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Weil hier etwas Besonderes passiert ist, habe ich mich entschlossen, heute zwei Stücke gemeinsam zu betrachten. Sie verpacken ein großes Weihnachtslied, das wie vielleicht kein anderes die WeihnachtsliedersängerInnen in zwei Lager spaltet, die, die es lieben und die, die es nun nicht lieben, in zwei neue, spannende Gewänder. Zugegeben, es dauert etwas, bis man sich beide in Ruhe angesehen hat. Hört sie deshalb vielleicht einmal durch und schaut euch die Texte genauer an. Es geht um Interpretationen von Silent Night, also Stille Nacht. Das erste Stück, Night of Silence, stammt vom US-amerikanischen Songschreiber Daniel Cantor aus den 80er Jahren. Das andere, 7 O'Clock News, Silent Night, ist die Version von Simon und Garfunkel aus den 60er Jahren, beides also vergleichsweise aktuelle Interpretationen. Beiden geht es um das Geschehen in der Welt, irgendwie. Und bei beiden zeigt sich, irgendwie scheint sich nicht viel zu verändern. Würden wir heute eine dritte Version komponieren, hätten wir genügend Material. Ich wage die Prognose, dass sich das so schnell auch nicht ändern wird. Was haben wir hier? Schauen wir uns für einen Überblick der Reihe nach die Strophen an. Wovon das Lied von Daniel Cantor erzählt, das klingt wie die Kulisse eines Märchens. Eine unwirkliche, dunkle Winterwelt, die von Blumen träumt und von Feuerlicht und vor allem von der Hoffnung. Außerdem von dieser Geschichte, diesem Wispern, einem Gerücht, Rumors, man erzählt sich so, von diesem Versprechen, das wir erwarten. Einem Versprechen, das wie ein Morgengrauen nach dieser Nacht klingt. Ein Versprechen, in das große Hoffnung gelegt wird, freilich. Breathless love awaits darkened souls. Das klingt schon romantisch. Auf jeden Fall stürmisch. Seelen bei Nacht, dunkel, die atemlose Liebe erwartet. Das ist ein krasser Gegensatz zu dem, was vorher los ist. Trostlos ist die Nacht, der Himmel einsam, kalt sind die Menschen, die Rosen schlafen erfroren, das Feuer der Hoffnung will auch nicht mehr lange, weil es müde ist. Und dann kommt, geflüstert, diese Nachricht vom Morgen, vom Stern, vom Licht. We wait, heißt es, wir warten auf eben diese Liebe. Wow. Je nachdem, aus welcher Perspektive man dieses Lied betrachtet, klingt es sehr pessimistisch, eher realistisch oder auch optimistisch. Diese Funken von dem Licht, von der Wärme, von der Hoffnung, wenn man in dieser poetischen Sprache bleiben möchte, ziehen sich ja durch den ganzen Text und kündigen, wenn auch eingefroren, diese Botschaft an. Welche Botschaft eigentlich genau?
Beim nächsten Lied hören wir die Nachrichten, die 7 o'clock News. Der Tag ist also vergangen. Die nächste Nacht steht bevor. Schon werden wir wieder mit all dem überschüttet, was uns erneut den Schlaf rauben wird. Der Nachrichtensprecher verzichtet freilich auf alle Emotionen, auf alle Poesie. Es ist nicht mal nötig, alles zu verstehen, was er sagt. Selbst wenn wir nur einzelne Wortfetzen aufschnappen, haben wir eine ungefähre Vorstellung, welche Geschichten dahinter stecken. Civil Rights Bill, Comedian Lenny Bruce, Overdose of Narcotics, Überdosis also, Accused Murderer Richard Speck, Nurses were found stabbed and strangled, also es geht hier um mehrfachen Mord, Anti-Vietnam-Demonstrations und natürlich Dr. Martin Luther King und Open Housing March in Chicago. Es lohnt sich wirklich, sich eingehender mit diesen Themen zu beschäftigen, wenn man das noch nicht gemacht hat. Da fallen Schlagwörter wie Civil Rights Act von 1964, ein wichtiger Teil vom Prozess der gesetzlichen Gleichberechtigung in den USA in den 60er Jahren, oder auch das Chicago Freedom Movement. Dazu gehören Demonstrationen, deren Mitinitiator Martin Luther King war. Dann geht es um den Vietnamkrieg und entsprechende Gegendemonstrationen. Es fällt der Name Lenny Bruce. Er war ein gesellschafts-, sozial- und politisch kritischer Stand-up-Comedian und Satiriker. Interessant ist, diese Nachrichten sind zwar schaurig und bedrückend, in ihnen steckt aber ebenso etwas vom Widerstand gegen das Unrecht und Hoffnung auf Gerechtigkeit. Ich schätze ja, dass die Sammlung der Texte nicht zufällig ist. Ich bin nicht sicher, ob der Text aus originalen Nachrichtentexten besteht. Sicher ist, die Inhalte sind real. Und obwohl angesiedelt in den 60ern, erschreckend aktuell. Das, wovon hier erzählt wird, sowohl in Daniel Kenters verzaubertem Märchenlied als auch in den 7 o'clock News, das gilt. Das ist heute hier auf der Welt immer noch spürbar. Und nun? In dieser Night of Silence, in dieser Nacht der Stille, da geschieht die Silent Night. Hier und nicht anderswo findet sie statt, die stille Nacht, die heilige Nacht. Genauso im Heute und genauso aktuell. Jedes Mal, wenn die Menschen sie feiern. Sie gibt keine Antwort. Sie ist eher ein Geheimnis. Manche mögen sie für eine rührige Geschichte von gestern halten. Vielleicht ist sie das. Vielleicht ist sie aber genauso wenig von gestern wie der restliche Inhalt dieser Lieder. Es kommt auf die Perspektive an, aus der man diese Geschichte liest. Darauf, ob man die Wärme vom Fire of Hope noch spüren kann. Beim Hören des zweiten Liedes stellt man fest, dass der Nachrichtensprecher zu Beginn leise und unverständlich spricht und dann immer lauter wird, bis er zuletzt seinen Hörern Good Night wünscht. Im Einklang mit dem Gesang übrigens, der sich aber auch vom lauter werdenden Sprecher nicht unterkriegen lässt und schließlich das letzte Wort hat. Er endet mit Sleep in Heavenly Peace. Übrigens habe ich mich immer gefragt, warum eigentlich dieses vermeintliche Weihnachtsstück mitten in einem ganz normalen Album des Duos steckt. Für Civil Rights Act und Chicago Freedom Movement gibt es nicht ein feststehendes Datum. Der Todestag von Lenny Bruce ist jedoch der 3. August 1966. Die Heilige Nacht ist nicht auf den 24. Dezember beschränkt. Weihnachten muss andauern, denn es gibt noch immer viel zu tun.